Hallo meine Freundinnen und Freunde in Anonym Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Nach einer mehr oder weniger ruhmreichen letzten Folge im Blitz Cup geht's nun weiter diese Folge mit dem iCup, wo wir auch nur einen Stern gesammelt haben bis jetzt. Wir fahren heute mit dem Mi, allerdings, weiß ich nicht, kann ich jetzt schon runtergehen? Eventuell kleiner Schnitt? Nein, es wird ich angezeigt. Aber ich glaube, hier muss jetzt ein kleiner Schnitt kommen. Definitiv, ja, da war ein kleiner Schnitt. Okay, weil man hat gerade mein Mi gesehen mit meinem echten Namen und das will ich natürlich nicht zeigen. So, was habe ich gesagt? iCup, genau. Los geht's. Ja, diese Folge nehme ich ein wenig früher auf als die letzte. Wir haben gerade 17.30 Uhr ungefähr. 17.32 Uhr, wenn ihr es genau wissen wollt. Das ist angenehmer. Ich bin geistig etwas fitter als letzte Folge. Immerhin habe ich noch Goldpokal geholt. Kannst du betonen. Aber halt leider nur 2 Sterne und das soll diese Folge bitte anders werden. So, ich habe auch letzte Folge schon angeteasert. Ich will über ein Thema reden. Nämlich die Nintendo Switch, und zwar die neue Nintendo Switch. Welche Nintendo da... Ich glaube, sie ist sogar mittlerweile schon draußen, oder? Zumindest in Amerika ist sie das. Ich sehe von anderen YouTubern schon Head-to-Head-Comparisons, wie schlägt sie sich im Vergleich zur alten Switch. Und es stellt sich heraus, es ist rein gar nichts anders, bis auf die Akkulaufzeit. Gleiche Performance, gleiche Ladezeiten, alles das gleiche, lediglich ein besserer Akkumulator. Ja, war es clever, die rauszubringen? Ich weiß nicht. Lass es uns einfach mal ein bisschen durchdiskutieren. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Gedanken gemacht in der Zwischenzeit. Also, die letzte Folge angekündigt vielmehr. Meine Gedanken bestehen aber nur daraus, dass ich gegoogelt habe, ob wirklich der Akku ausgetauscht wurde. Denn ich bin mir nicht sicher gewesen, ob es nicht eine reine Softwareverbesserung ist. Aber nein, es ist tatsächlich ein neuer Akku in der Switch. Ja, nun, wir haben die Nintendo Switch Lite. Die fand ich ja schon umstritten, aber hauptsächlich wegen dem Preis. Dass sie meines Erachtens nach zu teuer ist für das, was man nicht bekommt dann. Aber man konnte noch argumentieren, okay, die Switch Lite ist für mobiles Gaming optimiert worden. Sie hat immerhin eine längere Aufzeit, sie schlägt sich mit anderen Leuten, eine längere Laufzeit als die alte Switch, eine längere Akkulaufzeit. Von daher, okay. Anonymous auf Platz 1. Ah, sieht schön aus. Das heißt, man konnte sagen, okay, die hat hält länger und ist wirklich, also wer nur mobil schocken will, gerne. Man nehme die Switch Lite. Wer sicher weiß, dass er keinen mobilen keine stationäre Action haben will. Übrigens, kleiner Fun Fact, die neue Nintendo Switch wurde angekündigt an dem Tag, wo mein Video rauskam, wo ich über die Switch Lite rede. Das war natürlich super getimt. Da reden einmal bei Zeiten über ein aktuelles Thema, ja, und dann ist man schon nicht mehr aktuell, wenn das Video erscheint. Ja, aber dafür mache ich ja das hier jetzt. Allerdings, die neue Switch hat eine so unfassbar krasse Laufzeit, also finde ich zumindest, dass ich jetzt halt noch weniger, als ich eh schon den Sinn der Switch Lite gesehen habe, ich sehe ihn jetzt noch weniger. Ich meine, wer sind die Menschen, die eine Switch Lite jetzt noch kaufen? Klar, sie ist ein bisschen billiger, aber du hast halt nur... Oh verdammt, muss ich jetzt mal eben nachschauen eigentlich. Ich schaue es gleich nach. Du hast halt... Ich glaube... Ah, Moment, ich muss es jetzt nachschauen. Okay, ich habe nachgesehen.
Die Switch Lite hat 3 Stunden, also ich gehe jetzt immer von einer minimalen Akkulaufzeit aus, hat 3 Stunden, die originale Switch hat 2,5 und die neue hat 4,5. Das heißt, du hast 50% mehr Akkulaufzeit als bei der Switch Lite. Für grob 50 Euro mehr? Oder, nee, 100 Euro mehr? Ich glaube 100 Euro, ja stimmt, 100 Euro mehr müsste die normale Switch gegenüber der Lite-Variante kosten. Und du bekommst halt noch Docking und, also, Fernseher, Gameplay und alles mögliche dazu. Also, ich wüsste echt nicht, wer außer verwirrte Eltern oder was weiß ich, sich die Switch Lite kaufen sollte. Ich meine, selbst wenn man wenig Geld hat, da würde ich doch, und selbst wenn man nur mobil spielt, da würde ich doch irgendwie noch auf die große Switch sparen, anstatt die Lite zu kaufen. Ja, die nächste Frage ist natürlich, wie macht das Ganze eigentlich aus Nintendos Sicht Sinn? Die Sache ist halt, sie haben da diese neue Technik rumliegen, diesen neuen Akku, ja, den verwenden sie in der Switch Lite. Und scheinbar gibt es von der gleichen Technik jetzt wohl noch einen größeren Akku und den verwenden sie in der neuen Switch. Dadurch verwenden sie alte Technik nicht mehr, das wird bestimmt irgendwelche Kostenvorteile, oder naja, vielleicht nicht Kostenvorteile, sonst wäre es jetzt billiger, aber es wird vermutlich irgendwelche Vorteile haben. Ja, du lieferst für den gleichen Produkt für den gleichen Preis ein besseres Produkt, also hast du zufriedenere Kunden oder sowas. Also okay, das ergibt Sinn, aber sie machen sich dadurch halt mal wieder selbst Konkurrenz. Also, das ist so der Punkt. Dann, neue Switch liefert wie gesagt auch keine Verbesserungen, wirklich. Gleiche Ladezeiten, das habe ich schon erwähnt, aber was halt leider auch gleich ist, sind die Controller. Man hat weiterhin das Problem mit Joy-Con Drift und das ist besonders bitter. Ich dachte bis vorgestern, ich hätte das Problem nicht, bis auf einmal mein rechter Analogstick immer nach unten gezeigt hat oder ein Signal ausgesteuert hat, was ihn nach unten zeigen lässt. Und dann dachte ich mir so, okay. Ich habe die jetzt heute früh mal neu kalibriert und ja, sie verhalten sich immer noch ein bisschen komisch. Eventuell zeige ich das mal in der nächsten Aufnahme Zelda oder so. Also in Folge 218, weil bis 217 habe ich zurzeit aufgenommen, glaube ich. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und ich glaube, ich muss mich hier auch mal kurz konzentrieren auf die Strecke, denn ich bin nur Zweiter, das gefällt mir nicht. So, Problem gelöst. Hoffe ich. Die Sache an Joy-Con Drift ist auch, dass Nintendo das noch nicht anerkennt. Oder vielleicht werden sie es auch nie anerkennen, aber aktuell sagen sie so, nö, da gibt's kein Problem. Und ich hätte ihnen das geglaubt, aber dummerweise, seit ich davon gehört habe, habe ich das Problem ungefähr so. In dem Dreh. Haha, Dreh, versteht ihr? Weil Drift und so. Okay, nee, es ist nervig. Ich meine, irgendwann will ich mir sowieso einen Pro-Controller holen, aber ich werde nicht jedes Mal einen Pro-Controller nutzen, wenn ich im Handheld-Modus spiele. So, letzte Strecke in Mute City. Ja, gesagt, habe ich jetzt eigentlich alles, was ich sagen wollte zu dem Thema? Wenn ich jetzt noch mehr sagen müsste, würde ich mich wieder in einem Kreis drehen. Deswegen ist das jetzt mal der Punkt, wo ich euch dazu auffordere, eure Kommentare dazu unter das Video zu schreiben, in die Kommentarsektion, eure Meinung. Was sagt ihr so zu der Sache? Ist die Switch, die neue Switch sinnvoll? Holt ihr euch eine wegen der Akkulaufzeit? Oder denkt ihr euch, ja gut, ich habe jetzt halt eine alte Switch? Oder habt ihr überhaupt noch keine Switch? Werdet ihr sie euch deswegen jetzt holen? Wie sieht das denn bei euch aus? Oder bereut ihr, dass ihr euch schon eine geholt habt? Ich übrigens nicht, weil ich meistens stationär spiele und ich nie Probleme hatte mit der Akkulaufzeit. Ich habe tatsächlich auch nie die Beschwerden verstanden. Aber ich war auch eigentlich immer der Meinung, es geht eh nicht viel besser.
Aber da wurde ich wohl eins Besseren belehrt. Denn, nun ja, ich glaube, die originale Switch hatte 2,5 Stunden minimale Laufzeit. Neue 4,5 Stunden, das ist fast das Doppelte. Es ging wohl doch ein bisschen besser. Auf der anderen Seite, das Mursche Gesetz. Okay, das ist nicht das Mursche Gesetz, aber so in etwa. Technik verdoppelt sich alle 2 Jahre. Switch ist 2 Jahre alt. Aber trotzdem, ist schon heftig. Und wie gesagt, ich glaube, das Mursche Gesetz kannst du nicht auf Akkukapazitäten anwenden. Das gilt eigentlich für Prozessorleistung und so. Also genau genommen, das Mursche Gesetz sagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einer Fläche innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Ja, aber es ist auch kein wirkliches Gesetz, es ist halt einfach, so ging die Entwicklung der Technologie in dem Bereich in den letzten Jahren, Jahrzehnten voran. Stimmt so langsam aber auch nicht mehr. Gerade bei Prozessoren müssten es mittlerweile so 2,5 bis 3 Jahre sein. Aber es ist immer noch rasant. Also mein PC ist 2 Jahre alt und wenn ich sehe, was ich heute für einen Preis bekommen würde, den ich damals gezahlt habe, hat sich schon noch ein bisschen was getan. So, 60 Punkte, damit hätten wir alles geschafft. Alle Rennen gewonnen in diesem Cup. Und wir gehen zu den Ergebnissen über. Siegerehrung überspringen wir einfach mal. Gut, das war's dann mit dieser Folge. Kriegen wir einen Sticker? Nein? Doch, ja, wir bekommen einen. Für das Mii. Nein, ich will den nicht posten. Damit hätten wir jetzt offiziell alle Sticker. Mensch, ich müsste euch irgendwann noch die zeigen, die man nie sieht, weil man sie von Anfang an hat. Ich muss auch noch schauen, wie ich das mache. Das sind gar nicht mal so wenige gewesen. Ansonsten, was kann ich sagen? Bewertet die Folge, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne auf Twitter vorbeischauen, denn habe ich schon letzte Folge erwähnt, zwar, aber egal, kann man nicht oft genug erwähnen. Ich habe einen Twitter-Account und da poste ich regelmäßig so Behind-the-Scenes-Zeug und lustige Dinger und so. Ja, das war's mit diesem Rennen, mit diesem Cup. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr seid auch nächste Folge wieder dabei. Bis dahin, tschüss Leute, haut rein, euer Anonymimus, der hier auf Platz 1 steht. Lest ihr das? Anonymimus. Tschüss!